Ich glaube nicht, dass sehr viele Deutsche den Namen überhaupt kennen. Pétain hat in Deutschland und für Deutschland nie eine große Rolle gespielt. Er hat sicherlich objektiv eine Rolle gespielt, was den Ersten Weltkrieg angeht, aber die Erinnerung an Pétain ist äußerst gering. Ich glaube, ganz allgemein gilt Philippe Pétain in Großbritannien als ein Mann mit guten Absichten. Aber er war auch ein Mann, den sein Schicksal überrollt hat. In einer schwierigen Lage war er nicht kompetent oder mutig oder entschlossen genug, um die Dinge in die Hand zu nehmen. Aber einige britische Autoren hegen durchaus eine gewisse Sympathie für Pétain. Oder haben sogar Mitleid mit ihm. Die Geschichte von Vichy wirft sehr weitreichende Fragen über die Identität der Franzosen auf und über das, was Frankreich ausmacht. Die Menschen, die ein positives Bild von der Vichy-Zeit haben, beurteilen die französische Revolution negativ und beziehen auch gegen Dreyfus Position. Vichy steht für alle historischen Streitfragen. Henri-Philippe Benoni-Omer Pétain wurde am 24. April 1856 in Cauchy à la Tour geboren, im Artois, einem Grenzgebiet in Nordfrankreich. Über Pétains Kindheit ist nur wenig bekannt. Er ist das vierte Kind einer Bauernfamilie. Seine Mutter stirbt, als er ein Jahr alt ist. Sein Vater heiratet sehr bald wieder. Es kommen drei weitere Geschwister zur Welt. Von der Stiefmutter vernachlässigt, verstummt Pétain. Bis zu seinem dritten Lebensjahr spricht er kein Wort. Er wird von den Großeltern religiös erzogen. Sein Onkel, ein Priester, der in der französischen Armee unter Napoleon I. gedient hat, beeinflusst den jungen Pétain. Mein lieber Neffe, ich wünsche mir nur eins, dass es in meiner Familie immer Männer geben möge, die das Kreuz tragen und das Schwert. Der Krieg von 1870 macht so viel Eindruck auf den inzwischen 15-jährigen Pétain, dass er beschließt, Soldat zu werden. Mit 20 Jahren absolviert Pétain die Aufnahmeprüfung an der Kriegsakademie von Saint-Cyr als der 403. von 412 Rekruten. Er hat blonde Haare, graue Augen, ein ovales Gesicht mit hoher Stirn. 1,74 Meter ist er groß. Doch die aufrechte Haltung lässt ihn größer erscheinen. Zwei Jahre später macht er den Abschluss in Saint-Cyr. Fünf Jahre lang ist er Unterleutnant, dann sieben Jahre Leutnant und zehn Jahre Hauptmann. 22 Jahre dauert seine Unteroffizierslaufbahn. Pétain wird als distinguiert, kühl und intelligent beschrieben. Anschließend ist er sieben Jahre lang Bataillonschef, nach drei Jahren als Oberstleutnant. Dazu verhalf ihm Ferdinand Foch, der auf ihn wegen seiner Fähigkeiten als Instrukteur und aufgrund der Theorien, die er in der Kriegsakademie aufgestellt hatte, aufmerksam geworden war. Mélin, eigentlich hieß sie Marie-Louise, war eine junge Frau aus gutem Hause. Ihre Eltern wollten nicht, dass sie einen Soldaten mittleren Ranges heiratete und es beschämte ihn, von der Familie abgelehnt zu werden. Andererseits hielt er das Militär für seine Berufung. Er stand also zwischen dieser Ablehnung und seinem Wunsch, im Dienste Frankreichs zu stehen. Mélin heiratete einen anderen und er hatte nur Mätressen. Er ist ein Frauenheld und gehört zu einem im 19. Jahrhundert sehr häufigen Typ Mann, der eine Freizügigkeit im Bordell sucht, die er im Alltag hinter der sozialen Fassade, die er aufrechterhalten muss, nicht findet. Die Zwänge waren damals sehr viel strenger, besonders beim Militär. Während der Dreyfus-Affäre hält sich Pétain zurück, um seine Karriere nicht zu gefährden. Er bleibt unauffällig und kümmert sich nicht um Politik. Vor dem Ersten Weltkrieg ist Pétain ein ganz gewöhnlicher Offizier der französischen Infanterie. Dadurch, dass er weder aus der Bourgeoisie noch aus der Aristokratie kommt, hat er eine gewisse Rede- und Gedankenfreiheit.
Seine Zukunft ist nicht fest vorgezeichnet. Und er zögert nicht, sich gegen vorherrschende Strömungen zu stellen. 1901 fällt Pétain als Dozent an der Höheren Kriegsakademie durch für die damalige Zeit unkonventionelle Äußerungen auf. Wenn nötig, lasst euch töten. Aber mir wäre lieber, ihr tut eure Pflicht und bleibt am Leben. Die damals vorherrschende Denkweise stammte noch aus dem 19. Jahrhundert, wie bei Bonaparte. Schnelligkeit, Überraschung, Angriff. Für Pétain macht diese Doktrin nach der Weiterentwicklung der Waffen seit dem 19. Jahrhundert keinen Sinn mehr. Sie führt nur zu einem Massaker. Deshalb zitiert er mehrere Male Ferdinand Foch mit den Worten Angriff, Angriff wie von Sinnen, um dann hinzuzufügen und in seinem Loch bleiben, wenn es Kugeln hagelt. Er ist ein Oberst kurz vor der Pensionierung. Und in jedem System hat jemand, der sich gegen die geltenden Konventionen stellt, keine Zukunft. Deshalb hatte er keine bis zum Ersten Weltkrieg. Am 1. August 1914 ordnet Frankreich die allgemeine Mobilmachung an. Philippe Pétain ist 58 Jahre alt. Am 3. August erklärt das Deutsche Reich den Krieg. Noch während der Kriegsvorbereitungen Frankreichs fallen die Deutschen in Belgien ein. Der Erste Weltkrieg hat nicht nur eine Ursache. Es gibt jedoch keine überzeugenden Gründe, die einen Konflikt mit solch einer nie dagewesenen Gewalt erklären können. Pétain tut sich als Kommandant der 4. Infanteriebrigade an der Front hervor. Er wird zum Brigadegeneral ernannt und nimmt ruhmreich an der Marne-Schlacht teil. Das Interessante an Pétain ist sein Pessimismus. Er rechnet immer mit einer bevorstehenden Niederlage und verzichtet auf Anweisungen wie jeder bleibt auf seinem Posten und stirbt eher, als dass er weicht. Für mich ist das eher Realismus. Er erkennt einfach, was vor sich geht. Schon 1914 sieht er als einer der Ersten die Notwendigkeit, den Krieg anders zu organisieren als bisher und wie er von August bis Dezember 1914 geführt wurde. Ich erinnere nur an die Verluste der französischen Armee von über 300.000 Mann. Wie es für Frankreich aussieht, man hatte ganz falsche Vorstellungen, was die Deutschen machen würden. Und vor dem Krieg, das ist halt, ist ja auch der Grund für die Anfangskatastrophen des Ersten Weltkrieges, dass man das, was man wissen konnte, nicht wirklich ernst genommen. Seit November 1914 sind die Fronten fest und die 1915er Angriffe im Artois, Champagne, sind blutig gescheitert. Bei den zwei von ihm geführten Offensiven im Mai 1915 im Artois und im September 1915 in der Champagne sieht Pétain, dass der Stellungskrieg in dieser Form nicht weitergeführt werden kann. Die Texte, die er nach der Schlacht im Artois schrieb, besonders einer vom 15. Mai, zeigen deutlich, dass das westliche Bild vom Krieg in einem Wandel begriffen ist.
Der Durchbruch ist nicht das Ziel, sondern das Mittel zu einer offenen Feldschlacht, bei der der Feind an einer Flanke angegriffen wird oder an den beiden Flanken, die sich durch die Rücknahme eines Teils der Front bilden. Dazu müssen wir an Männern, Geschützen, Munition und Sprengkörpern dem Feind überlegen sein. Der Aufwand ist immens, die Ausgaben gewaltig, aber wir dürfen davor nicht zurückschrecken. Das Einzige, was Sie merken, ist, dass die Franzosen einen erbitterten Widerstand ihnen entgegensetzen. Dass die Franzosen um jeden Meter kämpfen. Und dass offensichtlich Verdun für die Franzosen zu einem Testfall wird des Durchhaltens. Hier weichen wir nicht zurück. Das wissen Sie. Dass da eine wirkliche Verteidigungsstrategie hinter ist. Vor Verdun können sie gar nichts anderes, als sich in aller Hast verteidigen, weil die Deutschen eben hier den massiven Angriff geplant und durchgeführt haben. General Pétain, Kommandant der 6. Infanteriedivision, hat durch sein Vorbild, seine Beharrlichkeit, Gelassenheit und Weitsicht, sein permanentes Eingreifen bei Schwierigkeiten in der Schlacht von Reims mit seiner Division an 14 aufeinanderfolgenden Tagen Großartiges geleistet. Tag und Nacht wurden heftige Feindangriffe erfolgreich abgewehrt. Die Tatsache, dass Pétain mit diesem Oberkommando auf der französischen Seite betraut wird im Februar 1916, das wissen die Deutschen nicht mal. Pétain sammelt mehr als 1500 Briefe, die er im Ersten Weltkrieg erhalten hat. Frauen schreiben ihm einige hundert allein in der Phase von Verdun. Er trennt die Korrespondenz mit seiner zukünftigen Gemahlin Eugénie Ardon von den anderen Liebesbriefen. Eine der Frauen schreibt, ihre Freundinnen würden ihr die Briefumschläge mit seiner Handschrift aus den Händen reißen, so wertvoll seien sie. Briefe von Krankenschwestern enthalten intime Details eines Treffens, offenbar wenige Wochen zuvor. Sie würden General Pétain nicht vergessen können, dem sie einige Momente nahe sein konnten. Hélène, Lily, anonym, Marie, anonym, Henriette, André, Geneviève, Marthe. Ich wäre gern in deiner Nähe in Augenblicken, die mir eine Gänsehaut machen. Sie würde sicher beim Hahnenschrei verschwunden sein. Die Alliierten werden, so scheint es, 700 Jahre brauchen, um die Deutschen zurückzuschlagen. Schöne Aussichten. Wir müssen auf mehr als den heiligen Petrus hoffen, um uns wiederzusehen. Ich läge so gern in deinen Armen, Liebster, um mich ganz dir hinzugeben. Du bist ein übler Lump. Wenn ich dich in meinen Armen hielte, könntest du was erleben. Du bittest mich, dir zärtliche Dinge zu schreiben. Vorher musst du mir sagen, ob andere das tun, ob es Konkurrenz gibt. Ich kenne eure Taktik. Ihr bringt die Frauen in Versuchung und wenn sie nachgeben, macht ihr euch aus dem Staub. Aber ich weiß, wie ich lange interessant bleibe. Mein Liebster, welch eine Freude zu lesen, dass du mich immer noch mit der gleichen Zärtlichkeit liebst. Auch wenn die Zeit der Prüfungen des Getrenntseins anhält. Erinnerst du dich an den Schock bei unserer ersten Begegnung und den Überschwang bei unseren ersten Treffen? Eifersucht überfällt mich. Ich sehe eine sehr schöne Frau an deiner Seite. Du schaust sie zärtlich an. Marie-Louise, Mela, seine Geliebte, die er sein Leben lang im Auge behielt und in jungen Jahren heiraten wollte. Mein geliebter Schatz, wo bist du? Noch immer in der erbitterten Schlacht bei Verdun? Ich habe Angst und warte so sehr auf eine Nachricht von dir. Mein Liebster, wann kommst du zu mir zurück? Es war so schön, dich kürzlich bei mir zu haben. Diese Stunden bleiben mir in unvergesslicher, süßer Erinnerung. Ich denke, ich lebe mit dir
und ich ersehne deine Zärtlichkeiten. Das schrieb sie am 2. März 1916, kurz nach Pétains Wechsel in den Frontabschnitt von Verdun. Als ihm dort das Kommando übertragen wird, ist er nicht zu Hause. Er ist im Hotel Gare du Nord in Paris mit einer Frau. Als 1916 die französische Verteidigung bei Verdun sehr unter Druck war, wurde ihm dort das Kommando übertragen. Und Pétain erwies sich als äußerst kompetent. Es war eine logistische Leistung, mit seinem Noria-System Truppen im Rotationsverfahren abzulösen und den Transport zu organisieren auf der berühmten Voie Sacrée. Das war beeindruckend, aber ich betrachte es nicht als einen strategischen Geniestreich. Die gesamte französische Armee wird über das Schlachtfeld von Verdun geschickt. In ihren Reihen wird Pétain bei jedermann bekannt, weil die gesamte Armee auf Lastwagen in einem endlosen Tross quasi durch seine Hände läuft. General Nivelle übernimmt für den Großangriff am Chemin des Dames die Führung des französischen Heeres und verspricht einen schnellen Sieg. Am 16. April 1917 unternimmt er den Versuch, die deutsche Front zu durchbrechen. Als der Krieg 1916 und 1917 anhielt, war er ganz klar gegen die Strategie der Offensive à outrance, der Offensive um jeden Preis, die aber weiter verfolgt wurde, vor allem von Robert Nivelle entlang des Chemin des Dames. Und er hielt mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Andererseits gehörte er immer noch dem französischen Oberkommando an. Dort vertrat er seinen Standpunkt intern. Nach dem Scheitern der Offensive wurde dann Pétain hinzugezogen, um die Lage zu retten. Das war der Mythos, der Pétain umgab, dass er gerufen wurde, um in Ordnung zu bringen, was andere verbockt hatten. Die Schlacht von Chemin des Dames ist ein Fiasko. Die Alliierten verlieren 350.000 Mann. Eine Katastrophe, die Pétain anstelle von Nivelle zum Oberbefehlshaber macht. Die Moral der Soldaten ist an einem Tiefpunkt. Eine Meuterei erfasst ein Drittel der französischen Armee. Pétain soll sie niederschlagen. 3.000 bis 4.000 Soldaten und einige Offiziere kommen vor ein Kriegsgericht. 550 Meuterer werden zum Tode verurteilt. 49 werden hingerichtet. Pétain kann sich nur mit Mühe durchsetzen. Bei den Meutereien zeigt sich das. Obwohl er verhindert, dass diese noch sozusagen interne Katastrophe auf die gesamte Armee übergreift und womöglich auch dem Gegner bekannt wird. Pétain sieht die Dinge dabei völlig anders als die anderen militärischen Befehlshaber. Ein Mann mit seinem Werdegang glaubt beispielsweise nicht an Subversion. Alle hochrangigen Militärs sind zu dem Zeitpunkt überzeugt, die Meuterei sei Folge einer Unterwanderung durch Kommunisten, Sozialisten, Gewerkschaftler, das russische Beispiel der Märzrevolution. Und Pétain ist der Einzige, der erkennt, dass es nicht so ist. Dass es den Soldaten um Wertschätzung geht, um ihre Identität. Er lässt sie wissen, die Truppentransporte werden sich ändern. Ebenso die Verpflegung, die Urlaubsregelung und die Besoldung. Das hat Symbolkraft. Es überzeugt die Truppe davon, dass die Kriegsführung von nun an eine andere sein wird. Das ist eine Neuordnung des Dienstverhältnisses. Und siehe da, die Meutereien gehen zurück, sowohl ihre Anzahl als auch ihre Tragweite, bevor es zur großen Niederschlagung kommt. Die
Die Oktoberrevolution 1917 in Russland und die Unterzeichnung des Friedensabkommens mit den Bolschewisten im März 1918 sind zunächst ein Kriegsvorteil für Deutschland, das zwischen März und Juli einige Offensiven startet. Im französischen Generalstab tun sich Divergenzen auf. Foch plant eine Taktik der Gegenoffensive, während Pétain die Front stabilisieren will. In Wirklichkeit wartet er auf die Amerikaner. Philippe Pétain ist 62 Jahre alt. Der Kriegsminister teilt ihm mit, er könne laut einer Verordnung vom 2. April 1918 ausnahmsweise über die Altersgrenze hinaus im Dienst bleiben. Die USA treten im April 1917 in den Krieg ein. Foch und Pétain machen Fehler und müssen Misserfolge einstecken. Im Parlament werden Rücktrittsforderungen laut. Aber Ministerpräsident Clemenceau unterstützt sie. Es wird noch Monate dauern, bis sich im Krieg das Blatt wendet. Pétain stellt völlig neue Leitsätze auf. Es geht nicht um Geländegewinne, sondern darum, die Schlacht zu gewinnen. Als er diese berühmte Direktive Nummer 4 ausgibt, weiß er, dass die Deutschen dabei sind, alle Verbände von der Ost- an die Westfront zu verlegen. Die deutsche Armee wird dann zahlenmäßig weit überlegen sein, bis die US-Streitkräfte eintreffen. Deshalb beschließt er, den Großteil seiner Verbände von der Front zurückzuziehen. Die entscheidenden Schlachten sollen weiter hinten in der zweiten Reihe geschlagen werden. Es ist ein revolutionäres Konzept. Für seine Untergebenen, die Generäle der einzelnen Armeen, ist es ein Skandal. Es dauert Monate, bis Pétain seine Pläne umsetzen kann. Bis zum 18. Juli 1917. Pétain commande l'armée française. Pétain ist Oberbefehlshaber der französischen Armee. Mehrere Millionen Mann stehen unter seinem Kommando. Foch hingegen koordiniert die Armeen der Alliierten. Politisch hat er Befehlsgewalt, aber er kann keine Befehle erteilen, ohne dass General Pershing, Haig, der belgische König und Pétain zustimmen. Pétain und Clemenceau haben einen guten politisch-militärischen Draht zueinander, fast kameradschaftlich. Vielleicht deshalb, weil sich Pétain Clemenceau unterordnet. Dagegen gibt es zunehmend Spannungen zwischen Clemenceau und Foch einerseits, sowie Pétain und Foch andererseits. Diese Männer tragen eine ungeheure Verantwortung im Frankreich der damaligen Zeit. Aber es gibt Querelen zwischen ihnen. In einer berühmten Szene nimmt Pétain Staatspräsident Poincaré zur Seite und sagt, auf den britischen General Haig deutend, er ist ein Befehlshaber, der auf offenem Feld wird kapitulieren müssen. Und ich, Pétain, muss dann kurz nach ihm aufgeben. Okay, was bedeutet das? Dann kommt Foch hinzu. Und Foch war sozusagen hyperaktiv, sehr energisch. Er brüllt Pétain an, warum kämpfen Sie nicht? Ich würde vor Amiens kämpfen, hinter Amiens, immer nur kämpfen. Und ich glaube, es war Clemenceau, der gesagt hat, wir mussten uns zwischen einem vernünftigen und einem verrückten Mann entscheiden. Folgen wir dem Verrückten, dann sterben wir wenigstens fusil en main mit dem Gewehr in der Hand. Pétain hatte bei aller Vernunft keinerlei Vorstellung, wie der Krieg zu gewinnen war. Foch mag verrückt gewesen sein, aber er hatte sie. Und auch Pétains Image in der Öffentlichkeit als ein solider, beständiger und vernünftiger Mann, das mag 1917 noch okay gewesen sein. Für das Oberkommando der Alliierten im Jahr 1918 war das nicht genug. In den letzten Kriegstagen laufen bei den Alliierten alle Erörterungen, politisch wie militärisch, auf den einen Weg aus dem Krieg hinaus. Wir beenden den Krieg, sobald die Deutschen eine Einstellung der Kampfhandlungen fordern. Es ist schon zu viel Blut geflossen, mit fast 1,4 Millionen Toten. Das Waffenstillstandsgesuch vom 4. Oktober 1918 beendet die Differenzen nicht. Pétain will mit einer letzten Offensive auf deutsches Gebiet dem Feind den Gnadenstoß versetzen und so zu seinem Sieg kommen, um den ihn ein Waffenstillstandsabkommen bringen würde.
Foch, die Regierung, alle wollen den Waffenstillstand unterzeichnen, nur Pétain nicht. Er will, auch nach deutscher Auffassung, die Front aufbrechen, will die deutsche Armee in einer Kesselschlacht zerschlagen und Deutschland damit die Niederlage beibringen. Es gab damals Zweifel, ob das gelingen würde. In der französischen Armee und auch bei den Briten wurde, selbst im November 1918, der Erfolg einer Offensive auf Elsass und Lothringen bezweifelt. Außerdem war ein Sieg ohne die Amerikaner undenkbar. Und der politische Preis dafür würde sehr hoch sein. Mit jedem Tag, den der Krieg andauerte, festigte sich die Position der Amerikaner. Und je mehr sie zu einem Sieg beitrugen, desto schwieriger würde Frankreichs Position bei den Friedensverhandlungen sein. Das war ein ernstes Problem. Wenn die Alliierten unter amerikanischer Führung nach Deutschland einmarschieren würden, welche Konsequenzen würde das für den Frieden haben? Frankreich hatte den Krieg nicht geführt, um am Ende als Mündel der Amerikaner dazustehen, als abhängig von den USA. Das waren gravierende politische Konsequenzen. Dass sich Pétain gegen einen Waffenstillstand sträubte, war wohl zum damaligen Zeitpunkt nicht besonders weise. Am 11. November weint Pétain. Aus Wut, aus Missgunst, aus Eifersucht. Er wird Foch und Marion sein Leben lang hassen. Zeitzeugen zufolge gab sich Pétain äußerst verhalten, emotionslos. Deshalb ist es schwer zu sagen, was er wirklich fühlte. Ganz sicher waren da Ängste vor einer Niederlage und bei Kriegsende die Angst, um den Sieg gebracht zu werden. Soldaten Frankreichs, die großartigen Tage sind da, die ich euch so oft versprochen habe. In der Zeit der großen Herausforderung, als ihr in Verdun mit eurem Körpern einen Schutzwall gebildet habt, habe ich euch zugerufen, sie werden kommen. Wie hätte ich verzweifeln sollen, wo es doch euch gab, meine Soldaten. Ich habe euch mit überwältigender Tapferkeit und einer unermüdlichen Hingabe kämpfen sehen. Es war nie vergebens, an eure Selbstaufopferung zu appellieren. Die künftigen Generationen werden euch wie all die Helden verehren, die seit Jahrhunderten Frankreich Ehre gemacht haben. Wenn ich an diejenigen von euch denke, die für ihr Vaterland gestorben sind und um die wir trauern, und an euch, die ihr glorreich überlebt habt und unvergessen bleibt, sage ich voller Dankbarkeit, meine Soldaten, ich bin stolz auf euch. Pétain wird zum Marschall ernannt, die höchste militärische Auszeichnung Frankreichs. Am 8. Dezember 1918 erhält er in Metz den Marschallstab. Pétain schreibt an Nini, Eugénie Ardon, seine Geliebte, dass er von der Regierung nominiert wurde, am 28. Juni 1919, der Unterzeichnung des Versailler Vertrags beizuwohnen. Foch nimmt nicht daran teil. Der Vertrag macht Deutschland allein verantwortlich für einen Angriffskrieg und enthält territoriale, politische, militärische, finanzielle und rechtliche Auflagen. Und in ihm ist zum ersten Mal davon die Rede, Kriegsverbrechen zu ahnden. Statt dem Krieg zwischen den europäischen Nationen endgültig ein Ende zu setzen, trägt dieser Vertrag einen neuen Konflikt in sich. Auch wenn die Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden nach 1919 noch groß ist. Après guerre,
Nach dem Krieg hat Pétain, nachdem Mélas Ehemann verstorben ist, Eugénie, seine Geliebte, verlassen wollen. Als er ihr das irgendwann in den 1920ern eröffnet hat, sagte sie, wenn du mich verlässt, erschieße ich dich, und holte einen Revolver aus der Schublade. Es war eine körperliche Liebe, eine tatsächliche Liebe. Aber die Liebe seines Lebens war die andere. Dennoch schrieb er ihr in einem kurzen Brief, ich kann es dir nicht erklären, aber es geht nicht mehr. Und Mélas hat geantwortet, Philippe, Sie sind ein Angsthase. Pétain wird in die Akademie der moralischen und politischen Wissenschaften gewählt. Er ist renommiert und erhält Ehrerweisungen aus allen verbündeten Ländern. Sein Bild kennt die ganze Welt. Mit 64 Jahren ist Pétain noch immer ledig. 1920 heiratet er die 42-jährige geschiedene Eugénie Ardon. Im Sommer 1925 ist Philippe Pétain 70. Die Regierung Pinglevis beauftragt ihn, den 1921 im marokkanischen Rifgebirge ausgebrochenen Aufstand niederzuschlagen. Pétain hat die Begabung des jungen de Gaulle erkannt und macht ihn zu seinem Adjutanten. Es entsteht eine enge Freundschaft zwischen den beiden. Allerdings urteilt de Gaulle sehr hart über seinen Chef, als Pétain einwilligt, den Posten des in Marokko geschassten Marschall Lioté zu übernehmen. Empört darüber, dass ein Marschall einen anderen ersetzt, bricht er mit ihm und wirft Pétain vor, er sei nun als ein alter Mann für eine Aufgabe, für einen Posten zu jeder Gemeinheit bereit. Der von Mohamed Abdelkrim el-Khattabi geführte Berberaufstand bedroht Marokko und damit ein Herzstück des kolonialen Systems. Es dauert nicht mal ein Jahr, dann ist Pétain Herr der Lage. Blutig kündigt der Rifkrieg die Kolonialkriege nach 1945 an. Durch ihn erreicht Pétain höchstes Ansehen und er stärkt in ihm das Gefühl, ein Auserwählter zu sein. In dieser Zeit beginnt offenbar seine Tendenz zu autoritäreren politischen Ansätzen. Alle anderen großen Kommandeure sterben. Foch stirbt, Joffre, Fayol. Franchet Desprez lebt noch, aber er ist schon sehr alt. Charles Mangin starb 1925. Alle anderen großen Kommandeure sind tot. Nur Pétain war noch da und eine bedeutende Persönlichkeit auf der politischen Bühne. Pétain hat Zeit und kann sein Image pflegen. Nach und nach wird er für die französische Gesellschaft so etwas wie der Opa, der aus weiter Ferne ein Auge auf seine große Familie hat, der distanziert und gelassen das Geschehen verfolgt. Mitunter äußert er sich nicht einmal selbst. Er lässt andere reden und macht glauben, was von ihm gesagt wurde, sei auch seine Meinung. Er selbst sagt nie, was er denkt. Die Autorität von Marschall Pétain ist fest verankert in der Gesellschaft, zivil wie militärisch. 1929 wird er Mitglied der Académie Française, als Nachfolger von Marschall Foch. Paul Valéry hat die Ehre, seine Antrittsrede zu halten. Oberst Charles de Gaulle hat Marschall Pétain zwei militärische Abhandlungen gewidmet. Dieser Essay, Herr Marschall, kann nur Ihnen gewidmet sein. Denn nichts zeigt besser als Ihr Ruhm, welche Tugenden das Handeln im Lichte des Denkens hervorbringen kann. Pétain ist 75, als ihm am 9. Februar 1931 General Végan als Vizepräsident des Obersten Kriegsrates nachfolgt. Auch als Pétain nicht mehr im Rampenlicht steht, weil er kein amtierender Oberbefehlshaber mehr ist, behält er weiter eine politisch-militärische Funktion, bis er 1934 Minister wird. Und er will aktiv bleiben. Noch immer treibt ihn das tiefe Verlangen, den Gipfel zu erklimmen, den er 1918 nicht erreicht hat. Außerdem buhlen die Politiker um ihn,
die in ihm eine Art permanenten Retter sehen, der sich als Marschall aber stets der Politik unterordnet. In den USA wird Pétain 1931 mit großen Ehren empfangen. General Pershing lädt ihn zu Empfängen ein, an denen auch Pierre Laval teilnimmt, der damalige französische Innenminister und mehrmalige Ratspräsident, vom Time Magazine zum Mann des Jahres gekürt. Marschall Pétain war in den USA hoch angesehen. Während der 1920er und 30er Jahre wurden Studenten am Army War College, US-Offiziere auf Hauptmann- oder Majorebene, die die Besten ihrer Klasse waren, zur Kriegsakademie in Paris geschickt. Und Pétain war natürlich ranghöher als sie alle. General Pershing, der US-Oberbefehlshaber, hatte großen Respekt vor Marschall Pétain. Der Aufstieg des Faschismus in Italien in den 20er Jahren und des Nationalsozialismus in Deutschland ab 1933 hat mit der Überzeugung zu tun, der Erste Weltkrieg habe einen höherwertigen Menschen hervorgebracht. Eine neue Führerschaft soll einen regenerativen Umsturz vollziehen in diesen Ländern, die als dekadent betrachtet werden, von Demokratie und Liberalismus korrumpiert. Für das deutsche Publikum gibt es noch eine Erinnerung, die sagt, dass das Aufkommen Hitlers, die Machtergreifung, irgendetwas zu tun hat mit dem verlorenen Krieg, mit dem verlorenen Ersten Weltkrieg. Was ich gesehen habe, ist, dass Pétain, ich habe es gesagt, relativ frühzeitig vor der Dynamik der deutschen Rüstung warnt. Und das ist schon etwas Außergewöhnliches. Weil die These der Maginot-Linie in Frankreich doch überwältigende Stärke hat. Und das ist das große Problem, dass die Franzosen, weil sie so ausgeblutet waren, durch den Ersten Weltkrieg geglaubt haben, mit der Maginot-Linie und den Einsatz von 5 Milliarden Franc dafür, was schrecklich viel Geld war im Unterschied zu heute, ja, da könnte man einen wirklichen Schutzwall schaffen. Die Maginot-Linie begeistert die französische Öffentlichkeit. Sie ist zwischen den Kriegen pazifistisch eingestellt, weil so viel Blut geflossen ist. Da hat niemand mehr Lust auf Krieg. Und so wird die Maginot-Linie, die zunächst eine ganz normale Kriegsmaßnahme war, nach und nach zum Inbegriff eines Frankreichs und einer französischen Armee, die sich hinter ihre Mauer zurückzieht, sich klein macht und vielleicht wieder auf die Amerikaner wartet. Die Weltwirtschaftskrise 1929 in den USA trifft auch Frankreich. Sie wirkt sich weltweit auf die Wirtschafts- und Finanzsysteme aus. Es kommt zu Insolvenzen, die Arbeitslosigkeit explodiert und die Armut nimmt zu. Es ist auch eine moralische, eine Wertekrise, die die Demokratien schwächt. In Frankreich herrscht ein Gefühl des Niedergangs. Der nachlassende internationale Einfluss und die Krise des republikanischen Modells lähmen das Land. Die Politik hat keine Lösungen zu bieten. Und instabile Regierungen, es sind 6 zwischen Mai 1932 und Februar 1934, stellen den Parlamentarismus mehr und mehr in Frage. Eine Serie von Polit- und Finanzskandalen erschüttert die Öffentlichkeit. Die Presse tobt. Die extreme Rechte wittert ihre Chance zum Sturz der Regierung. Am 6. Februar 1934 organisiert sie eine Großdemonstration, bei der es zu Ausschreitungen kommt. 3 Tage später muss Édouard Daladier zurücktreten. Neuer Premierminister wird Gaston Doumergue. Und Pétain wird zum Kriegsminister ernannt. Für Pétain ist es der Einstieg in die Politik.
Pétain wird damit 1934 zu einem führenden Politiker, als Folge der Bedrohung nicht nur der Republik. Der 6. Februar 1934 hat gezeigt, wie wenig gefestigt, wie instabil diese Republik war. Und zugleich tat sich ein Bruch im ideologischen Gefüge Frankreichs auf, wie es ihn europaweit gegeben hat. Es gab eine im Grunde antiparlamentarische Bewegung, für die sich Marshal Pétain interessierte, mit dem Namen Le Redressement Français. In ihr haben überwiegend Geschäftsleute und auch Juristen und Politologen versucht, die politischen Strukturen in Frankreich zu reformieren. Marshal Pétain war in dieser Gruppe aktiv. Sie war ganz klar antiparlamentarisch und wollte eine starke Exekutive. Aber dafür war auch General de Gaulle. Praktisch jeder war für eine starke Exekutive. Ende 1934 wird auch diese Regierung gestürzt. Pétain tritt als Kriegsminister ab. Auch mit 79 Jahren ist er noch sehr populär, besonders bei den Rechtsextremisten. Le Petit Journal hat im Winter 1934-35 seine Leser befragt, wen sie im Notfall als Diktator haben wollten. Und Pétain lag dabei mit weitem Abstand vorn. Die Leser des Petit Journal, die vielleicht rechtsorientiert waren, aber es war eine sehr beliebte, einflussreiche Zeitung, sie wollten Pétain als den Mann, der Frankreich gegebenenfalls als Diktator retten sollte. Und das zu einem Zeitpunkt, da war die Front Populaire noch gar nicht gewählt. Pétain sprach in seinen Reden schon davon, dass Frankreich den Krieg gewonnen habe und nun dabei sei, den Frieden zu verlieren. Die Franzosen würden nicht genug arbeiten, zu viel Aperitif trinken, nicht genug Kinder haben und die wenigen würden dann von kommunistischen Lehrern unterrichtet. Er war also da schon der Meinung, dass Frankreich den falschen Weg eingeschlagen habe, dass eine geistige und vor allem moralische Festigung nötig sei, um zu bestehen. Etwa 1937-38 ist kaum noch demokratische Gesellschaften in Europa gab. Pétain denkt, dass im Grunde dieses ganze zivile, demokratisch-parlamentarische System einer straff organisierten modernen Industriegesellschaft gar nicht mehr angemessen ist. Und in diesen Kategorien betrachtet er nicht nur den Aufstieg des Faschismus, sondern den Aufstieg verschiedener Varianten autoritärer Gesellschaften. In Polen oder in Griechenland zwei sehr verschiedene Formen oder Königsdiktaturen in Südosteuropa oder auch die sehr wichtig für Frankreich, der Frankismus, also in Spanien oder der Aufstieg von Salazar in Portugal. Édouard Daladier löst 1938 Léon Blum als Premierminister ab. Er schafft eine Reihe von Sozialreformen der Volksfrontregierung ab und verlagert den politischen Schwerpunkt nach rechts. Die Regierung Daladier-Reynaud schürt gewissermaßen die in der französischen Gesellschaft vorherrschende Fremdenfeindlichkeit. Und das in einer tiefen Krise der nationalen Identität. Seit der Französischen Revolution mangelt es auch an einer republikanischen Orientierung. Es gibt keinen Kollektivgeist mehr. Jeder zieht sich in sein persönliches, individuelles Umfeld zurück. Die Angst geht um, vor den anderen, vor einem nächsten Krieg, die Angst vor Ausländern, vor den Kommunisten, vor den Juden. Es ist ein Zerfall der nationalen und sozialen Identität. Antisemitismus war in Frankreich 1930 weit verbreitet. Aber in dieser Hinsicht fiel Marshal Pétain nicht weiter auf. Er hatte ein Haus im Süden mit einem amerikanischen Ehepaar als Nachbarn. Und in einem regen Briefwechsel haben diese Nachbarn über den jüdischen Einfluss in den USA geklagt gegenüber Pétain. Antisemitismus gab es auch im Privaten, aber Pétain hat sich dazu nie öffentlich geäußert. Die Unterzeichnung des Münchner Abkommens im September 1938 zeigt die Ohnmacht Frankreichs und Englands angesichts der Bestrebungen der Nationalsozialisten. In Frankreich löst das Abkommen hitzige Debatten aus.
Gegen jede Übereinkunft mit Hitler sind Vertreter der konservativen nationalistischen Rechten, die Deutschland seit jeher feindselig gegenüberstehen, aber auch Sozialisten und Kommunisten. Zu den Befürwortern gehören linke Pazifisten, die Krieg aus Prinzip ablehnen, sowie Neopazifisten der Rechten und extremen Rechten, die fürchten, ein Krieg mit Deutschland werde das einzige Bollwerk gegen den Bolschewismus zerstören. Aber auch Pazifisten Umstände halber, weil sie glauben, Frankreich könne einen Krieg nicht gewinnen. Zu ihnen gehört Pétain. Pétain wird im März 1939 französischer Botschafter in Spanien. Leon Blum sagt dazu: Der nobelste und menschlichste unserer Offiziere gehört nicht an die Seite von Marschall Franco. Von Madrid aus verfolgt Pétain die Haltung der Regierung angesichts der Spannungen in Europa. Zweimal will er sich aus Spanien abberufen lassen. Er erklärt seine Mission für beendet. Und insofern war sowohl in Frankreich als auch in Großbritannien durchaus einverstanden damit, dass der Krieg gegen Deutschland nicht im September 1939 begann. Und es gab wohl auch Hoffnungen und Stimmungen, dass man mit Deutschland zu einem Ausgleich kommen konnte. Obwohl mit Polen ja der engste Verbündete Frankreichs angegriffen worden war und die Franzosen eigentlich keine Alternative hatten. Aber das zeigt, dass die französische Seite diesen Krieg viel zögerlicher anging als den Ersten Weltkrieg und auch in gewisser Weise zu wenig vorbereitet darauf war. Le gros problème. Frankreich, seine Regierungen und sein Militär steht in der ganzen Zeit zwischen den Kriegen immer vor dem Problem, dass es die Niederlage von 1918 nicht verarbeitet hat. In der öffentlichen Meinung wird alles, was zu einem Angriffskrieg beiträgt, als Kriegstreiberei angesehen. Alles, was einem Verteidigungskrieg dient, gilt als pazifistisch und entspricht damit dem französischen Volksempfinden. Am 3. September 1939 erklärt Premierminister Daladier Deutschland nach dem Einmarsch in Polen den Krieg. Er nimmt Kontakt zu Pétain auf und bietet ihm an, seiner Regierung beizutreten. Pétain denkt darüber nach und lehnt das Angebot schließlich ab. Édouard Daladier tritt am 20. März 1940 zurück. Mit Nachfolger Renault an der Spitze der Regierung hofft Pétain auf ein politisches Amt. Der deutsche Angriff vom 10. Mai erhöht die Spannung. Bei Sedan wird die Front durchbrochen. Die Regierung stürzt in eine schwere Krise. Der deutsche Vormarsch kommt erstaunlich schnell voran. Das politische System bricht zusammen. Am 16. Mai, vor dem Zusammenbruch, ruft Paul Renault Pétain an, um ihn zum Vizepräsidenten zu ernennen. Er glaubt, die Franzosen damit aufzubauen. Pétain verlässt sofort Spanien und sagt zu Franco: Wir werden 30 Jahren Marxismus ein Ende machen. Paul Renault hat die politischen Ambitionen Pétains unterschätzt. Statt den Kampf erneut aufzunehmen, versucht Pétain, ihn zu beenden. Ich glaube, interessant ist 1940 dieser beinahe verzweifelte Versuch, den Ersten Weltkrieg zu wiederholen.
Das ist sehr eigenartig, nachdem für Frankreich im Ersten Weltkrieg so viel schiefgelaufen ist. Der erste Oberbefehlshaber war 1940 Gamelin, einst Joffres Stabschef. Der zweite war Weygand, einst Stabschef von Foch. Beide haben sie die Schlacht um Frankreich verloren. Und an wen wendet sich Frankreich dann? An Pétain, die noch lebende Lichtgestalt des Ersten Weltkriegs. Pétain will eine Rolle spielen und er hat die Option zu sagen, wir können den Krieg noch beenden, im Sinne eines Friedens mit Deutschland unter Waffen. Letztlich übernimmt er, was den deutschen Einmarsch im Juni 1940 in Frankreich betrifft, Hitlers Standpunkt, wenn er sagt, ja, Deutschland hatte einen Grund, in Frankreich einzumarschieren, denn schließlich hatte Frankreich Deutschland den Krieg erklärt. Damit ist Frankreich, was es 20 Jahre lang nicht sein wollte, der Aggressor. Da ist ein wichtiger Bruch, der zum Tragen kommt, wenn Pétain die Lösung sein wird, weil Frankreich verloren hat. Solange Frankreich nicht verloren hat, kann er das nicht sein. Als Churchill um den 11. Juni herum zu einer Sitzung des Obersten Kriegsrats nach Frankreich kommt, will er die Franzosen aufbauen, damit sie weiterkämpfen. Aber er muss feststellen, dass Pétain nicht der Mann ist, den er erwartet hatte. Pétain wirkt müde, defätistisch. Und Churchill versteht nicht, warum der Pétain von 1918, so voller Kampfgeist und Mut, 1940 nicht mehr derselbe ist. Wir haben den Text seiner Rede vom 13. Juni 1940. Die französische Regierung hatte Paris verlassen und es gab eine Art Zeltlager bei den Schlössern an der Loire. Die Telefonverbindungen waren schlecht, die Straßen überfüllt. Es stand eine Kabinettssitzung an, zu der auch Churchill erwartet wurde. Da erhob sich Pétain und sagte, wir können nicht schon wieder völlig ausbluten. Der Vormarsch der deutschen Truppen, Panik angesichts der Angriffe auf die Zivilbevölkerung und Kriegsgerüchte, die Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg wachrufen, verbreiten große Angst. 8 Millionen Menschen sind auf der Flucht. In Bordeaux ist Premierminister Renault ratlos. Ein Teil seiner Regierung kritisiert sein Zögern, einen Waffenstillstand zu fordern. Einige drängen ihn, nach Nordafrika zu gehen, andere fordern sofortige Verhandlungen. Manche glauben auch, durch eine Selbstaufopferung den Kampfgeist in der Republik zu stärken. Paul Reynaud glaubt, dass Pétain, den er in die Regierung geholt hatte, ein Republikaner, nicht wie Weygand als rechtsorientiert gelte. Und er überträgt ihm die Regierungsverantwortung. Kaum hat er das getan, da hat Pétain auch schon eine Kabinettsliste parat. Am 16. Juni wird Pétain von Staatspräsident Albert Lebrun mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Noch am selben Tag sondiert er bei den Deutschen die Bedingungen für einen Waffenstillstand. Um den Krieg zu beenden, gibt es zwei Möglichkeiten. Die militärische Kapitulation oder den Waffenstillstand. Zunächst ist es der Präsident des Kriegsrates, der will, dass Weygand und Pétain einer Kapitulation zustimmen. Was beide ablehnen. Damit kommt es zum sogenannten Bruch des Republikanischen Pakts. Die französischen Befehlshaber stellen sich gegen die Politik, was so viel heißt wie: Die Armee ist nicht schuld an der Niederlage. Den Waffenstillstand haben die Politiker unterzeichnet, da sie für diesen Krieg verantwortlich sind. Sie haben ihn gewollt, sie haben ihn verloren. Nun muss die Politik die Konsequenzen tragen.
Hitler stilisiert die französische Niederlage zur deutschen Revanche für den Ersten Weltkrieg. Das Waffenstillstandsabkommen soll exakt am selben Ort unterzeichnet werden wie das vom 11. November 1918, in demselben Waggon. General Hunziker leitet die französische Delegation. Er gibt General Végan telefonisch den vollständigen Vertragstext durch, der ihn an den Ministerrat in Bordeaux weiterleitet. Auch das telefonisch. Erst dann unterzeichnet Philippe Pétain den Waffenstillstand. Am 29. Juni 1940 verlegt die Regierung ihren Sitz in die nicht besetzte Zone nach Vichy. Am 4. Juli verkündet Pierre Laval das Vorhaben einer Verfassungsänderung mit Blick auf eine politische Übereinkunft mit Nazi-Deutschland. Pétain braucht Pierre Laval, der ihm Unterstützung im parlamentarischen Umfeld zugesagt hat. Pétain residiert im Hotel du Parc. Dort setzt er ein Schreiben auf, das Pierre Laval in seinem Namen am Tag der Abstimmung im Casino von Vichy verlesen wird. Seine Nichtanwesenheit gibt Pétain die Möglichkeit, im Falle eines Misserfolgs eine andere Karte auszuspielen. Er will keine Debatte im Parlament, bevor er es auflöst. Das überlässt er Laval. Ich möchte nicht mit diesen Leuten reden. Gemeint sind die Abgeordneten. In Vichy sind Gerüchte im Umlauf. Es geht um Angst vor den Truppen Végans, vor den Deutschen, Angst vor den Banden Doriots. Aber es wird auch über Repressalien gemunkelt. Wenn sie mit Nein stimmen, schlafen sie heute Nacht vielleicht nicht zu Hause. Nur eine Minderheit stimmt gegen die Übertragung von Machtbefugnissen auf Pétain. 570 stimmen dafür, 80 dagegen, bei 21 Enthaltungen. Die gesamte Rechte und fast 4/5 der Abgeordneten und Senatoren der Linken stimmen in Vichy für die Verfassungsänderung. Pétain wird am 10. Juli bevollmächtigt, eine neue Verfassung aufzusetzen. Das kommt gerade mal 15 Tage nach dem Inkrafttreten des Waffenstillstands einer politischen Revolution gleich. Und er wird seine Befugnisse überschreiten. Er hat kein Mandat dafür, die Exekutive, Legislative und Judikative an sich zu reißen, wie er es tun wird. Pétain will Herr über alle Entscheidungen sein, die fortan zu treffen sind. Er wird mit 84 Jahren zu einem Diktator. Der Bruch mit der Republik geht unter dem Schock über die Niederlage fast unter. Auch wenn in den Zeitungen das fragliche Votum mehrfach als politischer Selbstmord bezeichnet wird. Als ein Harakiri der Parlamentarier. Es kann keine Neutralität geben zwischen richtig und falsch, gut und böse, Gesundheit und Krankheit, Ordnung und Unordnung, zwischen für und gegen Frankreich, erklärt Pétain am 15. August 1940. Die Amerikaner müssen entsetzt und schockiert gewesen sein über die Vorgänge dort. Frankreich war in den USA hoch angesehen. Americans
Die französische Armee galt nach dem Ersten Weltkrieg als die stärkste in Europa, wenn nicht der ganzen Welt. Dieses Frankreich, das den Ruf einer großen Nation mit besonderem militärischem Geschick genoss, war überrannt worden. Ich denke, da waren die Menschen fassungslos. Roosevelt war fassungslos. Im Grunde war die Option Vichy ein Zufall. Es gab keine Pläne in diese Richtung, weil es ja eigentlich von deutscher Seite eine klassische Militäradministration war. Die Verbindung war etwas, was man so nicht erwartet hatte. Auch, dass es so gut funktionieren würde. Aber das war für die NS-Regierung in Berlin nicht so wichtig. Was in Frankreich politisch geschah, war nur insoweit interessant, als es dort ruhig war, es dort keine Aufstände, keine Resistance von militärischer Bedeutung gab. Pétain ist Staatschef und Führer einer nationalen Revolution, von der er im August 1940 in einmaliger Deutlichkeit sagt, dass sie sich in die anderen Revolutionen einreihen werde. Die italienische, also den Faschismus, und die deutsche, den Nationalsozialismus. Die Umgestaltung der französischen Gesellschaft kann nur schnell und erfolgreich erfolgen, wenn die Regierung über eigene Souveränität verfügt. Und die verschafft ihr im besiegten und besetzten Frankreich nur die Besatzungsmacht. Daher die Kollaboration. Vous avez pu constater que je me suis associé au serment de la Légion. Avec vous, je jure de servir la France tant que mes forces me le permettront. De Gaulle hat die Niederlage dem Militär zugeschrieben. Das Problem ist nur, dass die Militärs an der Macht sind. Pétain, Weygand, Darlan. Das ist ein wenig kompliziert. Zumal es nicht deren Denkweise entspricht. Für sie ist diese Niederlage Zeichen eines langen Verfallsprozesses der französischen Gesellschaft. Wir können den italienischen Faschismus und den Nationalsozialismus außen vor lassen. Diese Thematik begegnet uns auch im Zusammenhang mit der Dreyfus-Affäre und jüngst wieder bei den französischen Rechtsradikalen. Im Kern ist es die Ablehnung der französischen Revolution als Quelle eines gesellschaftlichen Zerfalls. Da ein Schuldiger für diesen Zerfall her muss, wird ein Komplott antifranzösischer Kräfte an die Wand gemalt. Das sind nicht meine Worte, sondern die von Pétain. Pétain schiebt die Schuld an der Niederlage den Juden in die Schuhe, den Kommunisten, den Ausländern, den Freimaurern. Was ist das Regime von Pétain? Ein faschistisches Regime. Und was ist ein faschistisches Regime? Eins, das auf Nationalismus, Populismus und Führerkult setzt. Genauso ist auch das Verhältnis zwischen den Franzosen, zwischen Frankreich und dem Marschall. Die Staatsgewalt erstarkt und hat alles zu durchdringen. Vom Führer, hier Marschall Pétain, bis hin zu den untersten Schichten der Bevölkerung und ganz besonders die staatliche Verwaltung. Der Staat bin ich und Pétain war der Staat. Wie geht das weiter? Schauen wir uns nur die Justiz an, die funktionsfähig geblieben war. Mit Beamten aus der Dritten Republik, deren Ausbildung im Geiste der Republik nach republikanischen Legalitätsprinzipien erfolgt war. Sie leisten sofort ihren Eid auf Marschall Pétain. Nur ein einziger hat es nicht getan. Egal, was ein Gesetz besagt, es wird angewendet. Und so fanden selbstverständlich auch die Ausnahmegesetze Anwendung, die inhaltlich hätten Entsetzen auslösen müssen. Kein Richter ist wegen der geänderten Gesetze ausgeschieden. Ich kenne keinen. Die erste antijüdische Maßnahme erfolgt am 22. Juli 1940, keine zwei Wochen nach Einsetzung des neuen Regimes. Am 3. Oktober unterzeichnet Pétain das erste Judenstatut. Die Überraschung bestand darin, dass es in so kurzer Zeit gelang, im Grunde die gleiche Systematik der antijüdischen Repression durchzusetzen, wie das
in den bisher besetzten Gebieten oder auch in Deutschland selbst gewesen war. Und es wurde relativ früh sichtbar, dass die französische Seite die ausländischen Juden, die ja zum erheblichen Teil aus Flüchtlingen bestand, weniger beschützen wollte als die Franzosen. Und man sah das als Ausdruck eines veritablen Nationalismus, eines Staatsangehörigkeitsnationalismus. Insoweit ist die Kooperation in Bezug auf die antijüdische Politik in den ersten 1,5 Jahren sehr effektiv gewesen und relativ lautlos. Quand on décortique cette propagande. Diese Propaganda trägt bei näherem Hinsehen natürlich Merkmale von Antisemitismus, von Ausgrenzung. Und erst recht ist sie antikommunistisch. Aber das Kernstück der Vichy-Propaganda ist das Rassemblement, die Ideologie des nationalen Zusammenstehens für traditionelle Werte wie Arbeit, Familie, Vaterland, Frömmigkeit, Ordnung. Die ersten Maßnahmen des Regimes stoßen nicht auf Widerspruch. Die Franzosen vertrauen dem Helden von Verdun, dem Retter aus der Not. Walter Stucki, Chef des diplomatischen Korps der Schweiz in Vichy, schreibt: Mit seinen fast 90 Jahren war der Mann erstaunlich rüstig. Ich habe alle möglichen Aufmärsche miterlebt, die uns Zuschauer ermüdet haben, während er als die Hauptperson ohne erkennbare Anzeichen von Müdigkeit aktiv daran teilnahm. Auch geistig war er erstaunlich frisch. Er konnte witzig und sogar bissig sein. Insgesamt eine imposante Erscheinung. So wie vielen charismatischen Führern wurden auch Pétain gewisse magische Kräfte zugesprochen. Bei seinen Besuchen 1940 zum Beispiel in Marseille, in Lyon oder Clermont-Ferrand kamen Massen von Menschen, um ihn zu sehen. Crowds turned out in force. C'était une relation très forte dans les années 40. Pétain hatte in den Jahren 1940-41 sehr viel Rückhalt in der Bevölkerung. Vor allem im nicht besetzten Frankreich war er ein Heiliger. Kritik an seiner Regierung ja, aber nicht an Pétain. Höchst selten hat jemand seinen Patriotismus, seinen Weitblick und seine Opferbereitschaft für die Nation in Frage gestellt. Marschall Pétain. Ich schwöre dem Marschall, seinem Programm, seiner zutiefst christlich inspirierten Doktrin Gehorsamkeit und Treue. Ich gelobe, die Opfer auf mich zu nehmen und dafür zu sorgen, dass auch die Menschen in meiner Umgebung die Opfer auf sich nehmen, die die tragische Lage Frankreichs erfordert. Ich werde die meinen zu Franzosen machen, die sich dem Wohl der Familie und des Vaterlands verpflichtet fühlen. Die neue moralische Ordnung ist Pétain und einem Großteil der französischen Gesellschaft sehr wichtig. Die Vichy-Regierung übernimmt die Vorstellungen von Familienverbänden und katholischen Jugendorganisationen und spitzt sie zu. Eine gesunde und gegen den Sittenverfall zusammenstehende Jugend soll zu den Führern von morgen werden. Die Leitlinien stammen aus dem religiösen Sozialismus, der Pfadfinderbewegung und dem Faschismus. Pétain wendet sich an die Jugend. Die ungute Atmosphäre, in der viele eurer älteren Geschwister aufgewachsen sind, hat sie mutlos gemacht und in die schlimmste Katastrophe unserer Geschichte geführt. Ihr, die ihr von klein an schroffe Wege beschritten habt, lernt, dem leichten Vergnügen die große Freude über gemeisterte Schwierigkeiten vorzuziehen. Lieber Marschall, ich schicke Ihnen, lieber Großvater, eine Blume. Das ist nicht viel. Lieber hätte ich Ihnen einen Blumenstrauß gebracht, aber leider ist diese Reise zu teuer. Ich verbleibe mit einer innigen Umarmung, lieber Großvater, Ihr Enkelkind für immer. Mein liebes Kind, ich habe deinen Brief erhalten, in dem du schreibst, dass dir meine Ratschläge von Nutzen waren. Halte fest an deinem Bestreben, arbeite fleißig und sei brav. Dann wirst du deinen Eltern und deinen Lehrern eine Freude sein.
Mach dir zur Regel, deine tägliche Aufgabe penibel zu erfüllen. So wirst du dir selbst und Frankreich dienen. Was für die Deutschen interessant war, und das sehe ich praktisch als einziger Moment, wo Pétain wirklich so ein bisschen in die Öffentlichkeit kommt, das ist Montoire. Das hat in Deutschland relativ symbolischen Charakter, obwohl Frankreich ist zu dem Zeitpunkt so schwach und so eine Quantité négligeable für die Deutschen, dass auch das kein großes Echo hat. Aber dass der große Weltkriegsgeneral mit dem größten Führer aller Zeiten jetzt zusammen den Händedruck tauscht, das hatte schon eine gewisse Bedeutung. Pétain sagt, ich bin für eine Zusammenarbeit. Das ist ein Schock für die Öffentlichkeit. Sie verstehen nicht, was da geschieht und warum. Marschall Pétain ist doch der Sieger von Verdun. Wieso muss er Hitler die Hand schütteln, unserem Feind? Und obwohl der Marschall noch immer bewundert wird, werden zunehmend Fragen laut. Es wird nichts in Frage gestellt, aber es werden Fragen laut. Am 13. Dezember 1940 wird der stellvertretende Ministerpräsident Pierre Laval von Pétain aus der Regierung entlassen. Und da sagen sich die Franzosen, jetzt ist uns alles klar. In Montoire hat Pétain Hitler die Hand gereicht. Aber das war eine höfliche Geste, sehr französisch. Sie unterstreicht, er ist sein Freund und wird mit ihm zusammenarbeiten. Dabei arbeitet er auf die Entlassung des Mannes hin, der als Symbolfigur der Kollaboration gilt. Und die Franzosen sagen, das ist unser Pétain, alles klar. Hier die Kumpanei, da der Widerstand gegen die Besatzungsmacht. Pierre Laval hatte die Verhandlungen mit den Deutschen betrieben. Deshalb wirft Pétain ihn raus. Pétain war der Staatschef. Es stand Laval nicht zu, in Paris mit den Deutschen zu verhandeln und ihn nach Montoire zu schleppen. So war es ja gewesen. Deshalb war Pétain furchtbar verärgert über Laval, der ihm sozusagen den Primat der Aushandlung dieses famosen Bündnisses genommen hatte, das er selbst verkörpern wollte. Hitler sieht darin einen Affront. Für ihn ist Laval die treibende Kraft der Kollaboration. Pétain ist das klar. Er will es erläutern und schreibt Hitler einen Brief, den ich gefunden habe. Er wurde nie abgeschickt. Aber Pétain erklärt darin handschriftlich, dass Laval der französisch-deutschen Zusammenarbeit im Wege stehe. Und deshalb habe er ihn entlassen. Aber das ist nicht der Grund. Er hat Laval entlassen, weil er in dessen Schatten stand. Weil nicht mehr er, Pétain, als Galionsfigur gesehen wurde, obwohl Laval mehrfach gesagt hatte, Pétain wird zur Galionsfigur werden. Es steckte also im Grunde Eitelkeit dahinter. Aber alle Franzosen haben geglaubt, er habe Laval entlassen aus Abneigung gegen eine Kollaboration. Die Deutschen werden gesagt haben, das ist eine Beleidigung der Besatzungsmacht. Der deutsche Botschafter Otto Abetz ist nach Vichy gereist, wo er mit der Faust auf den Tisch geschlagen hat. Es kam zu sehr unschönen Szenen und zu einem Machtzuwachs für Admiral Darlan. Aber bekanntlich war es auch ein Kalkül der Deutschen. Es sollte ihnen bei anstehenden Verhandlungen mit Pétain nützen. Eine nähere Betrachtung der deutschen Politik damals zeigt, dass die Vichy-Regierung ständig bemüht war, Hitler zu erklären, dass Frankreich in diesem neuen kontinentalen System nützlicher sein könne, wenn es ein wenig mehr Freiraum hätte und die Lebensbedingungen der Franzosen erleichtert würden. Es gab diverse Angebote. Die wichtigsten waren die Pariser Protokolle, über die Admiral Darlan im Mai 1941 verhandelt hat. Demzufolge sollte Deutschland Zugang zu wichtigen Häfen erhalten, wie Bizerte und Dakar. Und im Gegenzug sollte es für die Franzosen Erleichterungen geben, wie eine Öffnung der Demarkationslinie, um einen Austausch zwischen den Zonen zu ermöglichen. Solche Deals wurden Nazi-Deutschland angeboten, erst von Laval, dann vielmehr noch von Darlan.
Hitler hat darauf nie reagiert. Er hat in Frankreich nie einen Partner gesehen, sondern nur eine Art Kriegsbeute. Voyez-moi, le moment n'est pas venu de vous réfugier dans l'amertume ou de sombrer dans le désespoir. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Ceux qui vous le disent vous mentent et vous jettent dans les bras du communisme. L'épreuve est dure. Beaucoup de bons Français, et parmi eux les paysans et les ouvriers, l'acceptent avec noblesse. Il me faut votre sagesse et votre patience. Vous ne les acquerrez que dans la discipline que je vous impose. Rappelez-vous surtout que vous êtes des hommes, les hommes d'une vieille et glorieuse nation. Ressaisissez-vous, chassez vos alarmes, venez à moi avec confiance. Das Kolonialreich liegt Marschall Pétain besonders am Herzen. Er trägt immer eine Karte bei sich, auf der eingezeichnet ist, welche Kolonien sich losgesagt haben und übergelaufen sind zu de Gaulle. Pétain übt großen Druck auf die Hochkommissare aus. Immer wieder fordert er sie telegrafisch auf, Frankreich die Treue zu halten. Der Außen- und der Kolonialminister appellieren an die Deutschen unermüdlich. 1941 geht es um Syrien, 1942 um Madagaskar und Algerien. Gebt uns zusätzliche Mittel. Ermöglicht uns, unsere Kolonien gegen die Anglo-Amerikaner zu verteidigen. Auch dort wird die nationale Revolution vollzogen, die antijüdischen Gesetze inbegriffen. Wie im Mutterland finden Säuberungen statt. Und wer zögert, wird von Pétain geschasst. Die BBC wird von der Regierung streng kontrolliert. Im Januar 1941 beschreibt die BBC Philippe Pétain als die Speerspitze passiven Widerstands. Auch wenn das mehr Wunschdenken als Realität gewesen sein mag, es macht trotzdem deutlich, dass Pétain populär war. US-Botschafter Leahy schreibt am 12. August 1941 in sein Tagebuch: Meine Frau und ich haben uns Boris Godunow in Vichy in der Oper angesehen. Zwischen zwei Akten wird gänzlich unerwartet eine Rede von Marschall Pétain im Rundfunk übertragen. Beim Zuhören hatte ich das Gefühl, dass Hitler diese Sätze hätte schreiben können. Das Publikum hat gestanden während der Übertragung. Der Applaus war eher mäßig. Pétain hat alles getan, um deutlich zu machen, dass seine wahren Freunde die Amerikaner seien. Deshalb ist er mit dem amerikanischen Botschafter gern spazieren gegangen, was nicht heißt, dass sich William D. Lee einwickeln ließ. Präsident Roosevelt hatte für Frankreich nur noch Verachtung übrig. Und als er Leahy nach Vichy entsandt hat, gab er ihm mit auf den Weg, er solle sehr misstrauisch sein, was Pétains Verhalten gegenüber den Deutschen anginge. Andererseits hatte Roosevelt eine offenkundige Abneigung gegen de Gaulle und die Gaullisten, die es auch in New York gab. Das machte ihn nicht zu einem Anhänger von Vichy, aber er hat de Gaulles Treiben argwöhnisch verfolgt. Roosevelts Einstellung zu Frankreich war also recht merkwürdig. Auf der einen Seite war er ein ausgesprochener Antigaullist, auf der anderen hatte er nicht sehr viel übrig für Pétain. Im Januar 1942 führt die Konzentration der Kriegsanstrengungen Deutschlands auf die UdSSR zu einer Radikalisierung der Kriegsumstände insgesamt. Die Beziehungen zwischen Vichy und Hitlers Reich werden angespannter. Am 18. April holt Pétain ohne Druck der Besatzer und gegen den Rat der USA Pierre Laval zurück an die Macht. Pétain hat keinerlei Sympathien für Laval, doch das kaschiert er mit seiner Autorität. Er versichert, er gehe mit ihm Hand in Hand und Anweisungen von Laval seien wie seine eigenen. Diesmal gewinnt Laval ganz klar die Oberhand über Pétain. Er wird Regierungschef und übernimmt das Innen-, das Außen- und das Propagandaministerium. Alle Macht liegt in seiner Hand, als die Deutschen in die freie Zone einmarschieren.
Monsieur, ich schreibe Ihnen, weil alle guten Franzosen und vor allem die Katholiken Abscheu, Entsetzen und Entrüstung empfinden angesichts des Unrechts, der Enteignungen und Misshandlungen, denen unsere Brüder aus Israel gegenwärtig ausgesetzt sind. Ich hatte immer Kontakt zu Juden aller Nationen und fand in ihnen stets einen offenen Geist und ein gutes und zartfühlendes Herz. Ich bin stolz, viele Freunde unter ihnen zu haben. Paul Claudel, französischer Botschafter. Les Allemands décident. Die Deutschen beschließen die systematische Deportation der europäischen Juden. Es gibt dann eine Besprechung zwischen Laval und den Deutschen, bei der ausgehandelt wird, dass die beiderseitigen polizeilichen und staatlichen Stellen zusammenarbeiten bei der Umsetzung der sogenannten Endlösung. Übrigens nicht erst seit 1942. Ich würde sagen, hier beginnt es bereits ein halbes Jahr früher, in dem Maße, in dem die französische Seite bereit ist, zunächst die ausländischen Juden und dann auch die französischen Juden zu opfern, um mit der Hoffnung dafür eine gewisse Ruhe im überwiegenden Teil der Bevölkerung zu bekommen. Der Anteil der französischen Juden, die in den verschiedenen Ländern tatsächlich deportiert worden sind, schwankt ja zwischen 30% und 70%. Und die Ursache, die für diese unterschiedlichen Größenordnungen liegen, in der unterschiedlichen Bereitschaft, mit den Deutschen zusammenzuarbeiten. Die Deutschen hatten gar nicht die Kräfte, die polizeilichen Kräfte, um solche riesenhaften Organisationen und Massendeportationen durchzuführen. Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal, a dit notre maréchal. Ceux qui ont corrompu notre peuple, ceux qui propagent aujourd'hui encore le mensonge, ce sont toujours les mêmes, les Juifs. Ils seront expulsés de la communauté nationale, quelle que soit leur ruse, pour y rester incrustés. Cependant, d'autres Juifs courent encore et hélas continuent. Nantis de faux papiers et de certificats de baptême truqués, ils sévissent à Marseille, à Aix-les-Bains, sur la Côte d'Azur, nouvelle terre promise des Juifs qui spéculent sur la France nouvelle. Véritable défi à la misère du peuple, ces Juifs étalent leurs richesses volées et vivent comme avant. Insensible, bien entendu, au malheur d'un pays qui n'est pas le leur. Mais tout aura une fin. Au détriment de la jeunesse française, cette race étrangère avait accaparé toutes les places importantes. Ces places sont libres. Elles reviendront à la jeunesse française. Laissons là le regret du passé. Faisons confiance au maréchal qui nous a montré la route et qui a accompli les premiers gestes libérateurs en édictant le statut des Juifs. Les informations qui viennent des ambassadeurs officiels. Den Informationen der offiziellen Botschafter zufolge haben Laval und Pétain gewusst, dass am Ende der Transporte die Massenvernichtung stand. Ab Januar 1943 gibt es daran keinen Zweifel. Et pour moi, on revient sur Laval. Für mich, jetzt kommen wir zu Laval, aber Pétain wusste es auch, für mich ist das schrecklichste Dokument darüber der deutsche Bericht von einem Treffen zwischen Laval und SS-Führer Klaus Oberg. Es nennt sich Sprachregelung. Das ist schrecklich. Da sagt Laval, ich kann nicht mehr liefern. Die öffentliche Meinung hat sich geändert. Auch die Kirche wendet sich gegen mich. Wir müssen die Abstände vergrößern. Außerdem fragen mich meine Botschafter, was aus den Juden wird, die ich ihnen ausliefere. Nur steht das so nicht in dem Bericht. Laval fragt Oberg nicht, was wird aus den Juden, die ich ihnen liefere. Nein, er fragt, was antworte ich denen, die fragen, was aus den Juden wird, die ich ihnen liefere. Wir kamen überein, dass sie antworten, sie würden im Süden Polens in ein Arbeitslager kommen. Wir kamen überein. Was Pétain darüber wusste, es gibt keine genauen Hinweise, außer dass alle Berichte an ihn gingen. Anfangs wurden in der Südzone pro Woche 300.000 Briefe geöffnet. 1943 waren es 1 Million. Sind Sie gegen die Kollaboration? 75-80% sind dagegen. Die Versorgung? Katastrophal. Laval? Schlecht. Und der Marschall? Der ist gut. Diese Umfrage zeigt, dass die Franzosen im Sommer 1942, vor den Massenverhaftungen, absolut gegen diese Politik waren.
Jetzt, zur Weihnachtszeit, gedenken die Christen des Geschenks, das das Volk Gottes der Menschheit gemacht hat. Und sie wissen, in Frankreich bliebe Jesus heute nur das Sammellager von Drancy, zusammen mit seinen armen Brüdern. Diese Gefühle drängen mich dazu, ihnen den Schmerz und die Empörung zum Ausdruck zu bringen, die ich, wie jeder Katholik, angesichts der abscheulichen Judenverfolgung empfinde, die unsere Brüder aus Israel auf unserem Boden erleiden. De Gaulle kehrt aus Algier zurück und erfährt vom D-Day erst ein oder zwei Tage vorher. Es herrscht eine ungeheure Anspannung. Churchill weiß, dass die Amerikaner eine Militärregierung favorisieren. Sie werden eine französische Währung einführen, wie sie es vorgeschlagen haben. Churchill sagt zu de Gaulle, wenn ich wählen müsste zwischen de Gaulle und Roosevelt, würde ich Roosevelt wählen und zwischen Frankreich und den USA immer die USA. Er hofft, dass Pétain so vernünftig ist und sich mit dem vereinten Frankreich den Alliierten anschließt. Die Alliierten landen am 8. November 1942 in Nordafrika. Am 11. marschieren die Deutschen in die Südzone Frankreichs ein. Pétain untersagt seinen Beratern, sich nach Algier abzusetzen. Diese Entscheidung enttäuscht viele Franzosen, die noch immer an ein heimliches, doppeltes Spiel des Marschalls glauben. Es ist allgemein bekannt, dass Präsident Roosevelt die Vichy-Behörden in Nordafrika weiter amtieren ließ, statt eine Militärregierung einzusetzen. Die nationale Revolution ging dort weiter mit ihren antisemitischen Gesetzen. Roosevelt war bereit, die Vichy-Behörden in Nordafrika gewähren zu lassen. Dafür wurde er heftig kritisiert. Pétain blieb im Land. Nur wenige wissen, dass er nie geflogen ist. Er hasste Flugzeuge und hatte Angst vor dem Fliegen. Wenn nun Pétain geflogen wäre, als er erfuhr, dass die Deutschen die Linie überschritten und ihm Nordafrika blieb, französisch Algerien stand damals fest zu Pétain. Er wäre begeistert empfangen und sofort als legitimer Verhandlungspartner anerkannt worden. Und was wäre aus General de Gaulle geworden? Wie hätten sich die Dinge entwickelt zwischen einem freien Frankreich Londons und einem Nordafrika unter Pétain? 1943 setzt Deutschland durch, dass die Vichy-Regierung einen Pflichtarbeitsdienst einführt. Die Franzosen sind die einzigen in Europa, die der eigene Staat zwingt, für Deutschland zu arbeiten. In dieser Situation engagieren sich mehr und mehr in der Résistance. Der Aufstieg der Miliz war mit ein Wendepunkt für die Franzosen im Widerstand. Zwar gab es schon eine Legion von Kämpfern, die das Regime verteidigte, aber das war keine politische Partei. Die Miliz machte aus dieser Truppe eine knallharte politische faschistische Organisation. Ihr Führer Darnand hat sogar Hitler die Treue geschworen. Warum hat Pétain diese Entwicklung und diese Zuspitzung zugelassen? Darnand war ein Held des Ersten Weltkriegs und außerdem der gute Soldat, der dem gehorcht, dem er vertraut. Und auf den hat er gesetzt. Pétain sagte sich, Laval ist nicht zu trauen. Er hat mich immer hintergangen, um die Macht an sich zu reißen. Mit Darnand kann ich Laval in Schach halten. Laval.
Als Pétain 1944 der Miliz ihre Exzesse vorwirft, lässt er Darnand kommen. Er weist ihn ein wenig zurecht, freundlich. Er schätzt ja seinen Darnand. Und der erwidert: Herr Marschall, ich folge nur Ihren Befehlen. Dass ich die Résistance überwache, haben Sie doch gewollt. Und Pétain weiß nicht, was er antworten soll. Denn tatsächlich hat er die Bekämpfung des Widerstands angeordnet. In den letzten Monaten spielt Pétain keine Rolle mehr. Aber er tritt nicht zurück. Er deckt durch seine Autorität und sein Schweigen die Kollaboration und die Gräuel der französischen Miliz, die Standgerichte einführt. Mit 88 Jahren wird Pétain im April 1944 in Paris bejubelt. Je viens vous faire une visite. Je ne peux pas m'adresser à chacun de vous en particulier. C'est impossible, vous êtes trop nombreux. Je pense à vous beaucoup, mais soyez sûr que dès que je le pourrai, je viendrai, et alors ce sera une visite officielle. Alors, à bientôt, j'espère. Als der Krieg im Juni 1944 auf französischem Boden neu beginnt, erklärt Pétain: Das betrifft uns nicht. Bewahrt Ruhe. Damals hat ihm das natürlich niemand geglaubt. Am meisten fürchten die Franzosen, als das Ende der deutschen Besatzung näher rückt, den Ausbruch eines Bürgerkrieges. Sie fragen sich, welche Rolle Pétain in Zukunft noch spielen wird. Kann er eine tragfähige Lösung bieten, die einen Bürgerkrieg verhindert? Paris ist befreit, Frankreich ist befreit. Es gibt eine neue, wenn auch provisorische Regierung. Aber Pétain sieht sich immer noch als legitimes Oberhaupt Frankreichs. Die Verhältnisse haben sich um 180 Grad gedreht. Und er ist mittendrin und sagt: Dieser Krieg betrifft uns nicht. Pétain ist hilflos. Er hat den Wunsch, sich an de Gaulle zu wenden. Am liebsten würde er, den Marschallstab in der Hand, an de Gaulle, der auf einem weißen Pferd sitzt, die Macht übergeben. Er bemüht sich auch um eine Begegnung mit de Gaulle, um ihm diese Ehre zu erweisen. Aber der will davon nichts wissen. In Pétains Beisein wird in Vichy ein letztes Mal die Fahne gehisst. Die Menschenmenge ist noch größer als gewöhnlich. Während des Rückzugs bringen die Deutschen Pétain nach Sigmaringen, zum Schloss des Fürsten von Hohenzollern. Er soll von dort eine neue Regierung bilden. Die Franzosen dort in Sigmaringen, lauter Faschisten, haben Pierre Laval immer als Verräter betrachtet. Der, Doriot und einige andere schmeicheln sich bei Hitler ein, damit er Pétain und Laval durch sie ersetzt.
Hitler will das aber nicht. Er hat es nie gewollt. Denn zum einen ist es ihm lieber, Pétain an der Spitze einer französischen Regierung zu haben, als die Faschisten. Und zum anderen, das dürfen wir nicht vergessen, ist Hitler ein Rassist. Er will, dass Deutschland allein die Geschicke Europas bestimmt. Die Stimmung im Schloss ist schlecht. Pétain speist allein mit seiner Frau oder mit seinem Arzt Ménétrel. Er isst viel und behauptet, das müsse er, um seine Magenschmerzen besser zu ertragen. Pétain bleibt 8 Monate in Sigmaringen. Laval hat seine Räume und Pétain bleibt in den oberen Etagen, um Laval nicht zu begegnen. Am Ende ist das Verhältnis so schlecht, dass Laval in einem anderen, 15 Kilometer entfernten Schloss untergebracht wird. Inzwischen wurde das Jalta-Abkommen unterzeichnet. Die UdSSR, England und die USA konzentrieren sich darauf, was mit Deutschland und Japan geschehen soll, deren Niederlage absehbar ist. Am 23. April 1945 reist Pétain mit deutscher Genehmigung in die Schweiz. Die französische Regierung und vor allem de Gaulle hätten es lieber gesehen, wenn Marschall Pétain in der Schweiz geblieben wäre, als eine Art politischer Flüchtling. Dann wäre es nicht zum Prozess gekommen. Bevor er seine Rechtsanwälte beauftragte, hat Pétain selbst 2-3 Seiten zu seiner Verteidigung aufgesetzt. Diese Zeilen zeugen für einen Mann seines Alters, in dem viele schon verkalkt sind, von einem bemerkenswerten politischen Durchblick. Er weiß genau, was er nicht sagen darf und spürt, was die Öffentlichkeit denkt. Während der Verhandlung macht er keine großen Fehler. Er hält sich bedeckt. Das ist die alte Formel. In Verdun hieß es, in den Löchern bleiben. Und nun, Franzosen, bleibt in euren Löchern, wenn die Alliierten landen. Er hält sich bedeckt und gibt sich so als der Retter Frankreichs. Als er dann seine Verteidigung schriftlich aufsetzt und sie den Anwälten übergibt, macht er damit klar, dass er nichts mehr sagen wird. In der Verhandlung am 27. Juni sagt Leon Blum: Ich kenne Laval, aber nicht den Marschall. Ja, ihn umgibt ein Geheimnis, das ich nicht durchdringen kann. Ja, ich kann mir selbst nicht wirklich erklären, was die wahren Beweggründe für sein Handeln waren. Der Gerichtshof erklärt Philippe Pétain für schuldig der Kollaboration mit dem Feind und des Hochverrats. Er verurteilt ihn zum Tode und erkennt ihm die bürgerlichen Ehrenrechte ab. Am Ende des Verfahrens legt Pétain die Marschallsuniform ab, dann wird er abgeführt. Auf Wunsch des Gerichts wandelt General de Gaulle als Chef der provisorischen Regierung Pétains Strafe in lebenslange Haft um. Pétain hat nicht mit einer Verurteilung gerechnet. Er sah ein, dass er mit seinen Vorstellungen politisch gescheitert war, dass seine Entscheidungen nicht in die Geschichte eingehen würden. Und doch war er so fest davon überzeugt, das Richtige getan zu haben, dass er sich sicher war, nicht zur Höchststrafe verurteilt zu werden, nicht zu der damit einhergehenden Ehrabschneidung. Er dachte zurück an all die Geschenke und Ehrungen, mit denen er überschüttet worden war, an die Anerkennung und Dankbarkeit in dem geschundenen Frankreich, das sich ganz auf ihn gestützt hatte. Und 1945 steht er dann plötzlich vor Gericht. Das hat er wohl nie verstanden. Bei jeder Hafterleichterung denkt er, die habe er de Gaulle zu verdanken. Das sagt er auch seinem Aufseher. Er ist davon überzeugt. De Gaulle ist sein geliebter Sohn. Der Sohn, der mit ihm gebrochen hat und mit dem er gebrochen hat. Noch etwas anderes verblüfft. In der Haft hat Pétain das Gefühl, die Franzosen würden ihn für einen Verräter halten. Mela, die alte Freundin, die er hatte heiraten wollen, war irgendwann bei Rechtsanwalt Isorny. Und als Isorny den Marschall besucht hat, erzählt er ihm davon. Worauf Pétain nur erwidert, hat sie mich als Verräter bezeichnet?
Pétain stirbt am 23. Juli 1951 im Alter von 95 Jahren. Die französische Regierung lehnt seinen Wunsch, bei den Soldaten von Verdun in Douaumont beerdigt zu werden, ab. Pétain wird auf der Île Dieu in seiner Uniform des Marschalls von Frankreich beigesetzt. Ich bin der Ansicht, dass es so eine extremistische nationale Bewegung wiedergeben könnte, in einer sehr schwierigen Lage. Faschistische Bewegungen, wie wir sie erlebt haben, sind nie mit Gewalt an die Macht gekommen. Sie wurden von den jeweiligen Regierungen, die mit ihrer Weisheit am Ende waren, zu Hilfe gerufen. Es ist denkbar, dass ein Land so schlecht regiert wird, dass die Elite, eine extremistisch-nationalistische Partei, dazu einlädt, die Macht zu ergreifen. Wahrscheinlich würden sie sich nicht als faschistisch bezeichnen. Der Ausdruck ist zu negativ belastet. Sie würden es anders nennen, zum Beispiel die Wiedergeburt unseres Landes. Sie würden irgendetwas finden, so wie gute Werbetexte einen zu einer Konsumgesellschaft passenden Produktnamen finden. Sie würden es nicht Faschismus nennen, sondern irgendwie anders. Ich denke, wir sollten uns etwas zurückhalten mit einem Urteil über den nationalen Weg anderer Länder. Für mich ist frappierend, mit Blick auf Pétain, was mit einem Land geschehen kann, wenn es traumatisiert ist, wenn einem Land etwas wirklich Schreckliches widerfährt. Wie bereitwillig die Leute dann ihre politische Identität über Bord werfen. Wo auf der Welt war die republikanische Identität fester verankert als in Frankreich? Und plötzlich war es das. Es ist vielleicht mit den USA nach dem 11. September zu vergleichen. Was war dieses Land damals nicht alles bereit aufzugeben? Meiner Meinung nach waren das sehr ernstzunehmende Einschnitte hinsichtlich politischer Freiheiten in den USA und der Rolle Amerikas in der Welt. Auch der Werte, für die wir stehen. Es dauert Jahre, dahin zurückzufinden, und es ist uns immer noch nicht gelungen. Ich behaupte nicht, dass die Umstände gleich sind. Aber ich finde es beeindruckend und ehrlich gesagt erschreckend, dass eine traumatisierte nationale Gemeinschaft zu allem fähig ist. Dazu fähig, sich selbst zu zerstören, sich Wunden zu schlagen, die Jahre brauchen, um zu verheilen. Wenn es also eine Lehre gibt, die ich aus der Geschichte Pétains ziehe, dann ist es die: zu welch schrecklichen Dingen eine traumatisierte nationale Gemeinschaft fähig ist.